Ja, hi Leute, ich bin hier gerade dabei, die letzten Vorbereitungen für unser kleines Grillfest zu treffen, was wir heute geplant haben. Ich wollte aber kurz schnell die Gelegenheit nutzen, um nochmal ein kleines Video zu machen über den größten Honk in unserem Land, Karl Lauterbach. Ich will immer Heiner Lauterbach sagen, aber er heißt Karl Lauterbach. Wenn er Heiner Lauterbach hieße, dann hätte er wenigstens eine Erklärung für den Dünnschiss, den Verbalen, den er da oft so von sich gibt, dann könnte er das auf den Alkohol schieben, aber so kann man es allenfalls vielleicht mit einem zu exzessiven Gebrauch des eigenen Rezeptblocks erklären. Karl Lauterbach hat einen Tweet geschrieben, in dem er sich darüber aufregt, dass die AfD so schäbig wäre, dass sie versuchen würde oder dass sie die Juden aufhetzen würde gegen Islamisten. Nicht gegen Moslems, nicht gegen den Islam, wo man ja vielleicht noch darüber diskutieren könnte. Nein, gegen Islamisten. Das stört den Heiner. Das habe ich schon wieder Heiner, den Karl Lauterbach. Er hat den Tweet auch bis jetzt, also es scheint auch kein Fehler zu sein, weil er hat den Tweet jetzt auch 3 Tage später noch nicht gelöscht, obwohl da noch so ein paar Terroranschläge dazwischen kamen, aber es hat ihn wohl nicht weiter gestört. Und ja, ich habe auch gedacht, was für ein Abstieg für die Juden in der Wahrnehmung. Bisher waren sie ja für diese Linksextremisten und für die Islamistenszene, die sind ja sehr verknüpft, immer so die Bösen, die die Fäden in der Hand haben und alles irgendwie steuern. Und jetzt sind sie nur noch die armen Opfer, die irgendwie gelenkt werden oder beeinflusst werden sollen von der bösen AfD. Aber es ist auch so irgendwie ein Abstieg im Ansehen, was mir irgendwie leid tut. Ihr wisst ja, ich bin sowohl politisch als auch spirituell sehr pro-Israel und pro-jüdisch. Ja, ich habe das Tattoo hier. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Nicht ohne Grund. Ich hoffe, man hat das jetzt erkannt. Das war ein bisschen hier mit der Sonne. Ja, deswegen, es tut mir irgendwie leid, dass so dieser Abstieg. Aber andererseits, wen interessiert es schon, was irgendwelche SPD-Vollspacken und Islamisten denken? Nichtsdestotrotz wollte ich ein kleines Video machen, um einfach nochmal darauf hinzuweisen, ja, was für ein Vollhonk dieser Lauterbach ist. Der größte Vollhonk derzeit wohl, der in Deutschland rumläuft. Okay, dann muss ich immer weitermachen mit Grillvorbereitung, sonst bekomme ich Ärger mit den Leuten, die später was zu essen haben wollen. Ja, abonniert, liked das Video, kommentiert, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.